Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar aus der Reihe Zuhause experimentieren. Heute geht es vor allen Dingen um die Themen aus der Biologie und Chemie. Mein Name ist Dr. Jan-Gerrit Lonnemann. Sie kennen mich vielleicht noch aus unserem letzten Webinar, bei dem wir ganz viele Zuschauer hatten und zahlreichen Zuspruch gekriegt haben. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, heute geht es um Biologie und Chemie und dort bin ich nun wirklich kein Experte für. Deshalb habe ich mir heute tatkräftige Unterstützung geholt und zwar in Form von Frau Dr. Barbara Rust, unserer promovierten Biologin und bei der FÜWE verantwortlich im Produktmanagement für den Bereich Biologie und Chemie. Guten Morgen. Moin, moin. Nun, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, ein paar kleinere Informationen zur Technik. Wir machen das Ganze hier live und es ist auch für uns etwas neu. Wir haben letztes Mal ein Webinar gehabt, heute ein zweites. Das heißt, wenn nicht alles funktioniert, bitte ich darum, das uns zu verzeihen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die jederzeit stellen. Unten finden Sie eine Leiste, in der Sie Fragen eintragen können. Diese werden dann von unserem Kollegen, Herrn Dr. Christian Saul, hinter der Kamera gesammelt und dann im Anschluss live an mich übertragen, damit wir sie am Ende des Webinars alle beantworten können. Wir werden wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten können und das bitte ich schon mal im Vorfeld zu entschuldigen. Wir werden uns aber aller Fragen annehmen und Ihnen im Nachgang eine Antwort per Mail schicken, sollten wir die Fragen nicht live während des Webinars beantworten können. Nun, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Wir alle befinden uns ein wenig im Ausnahmezustand. Es geht vor allen Dingen um Themen wie Homeschooling, wie digitales Lernen. Wenn man sich in die Medien guckt, dann geht das Ganze rauf und runter. Und gerade auch für die Schulen stellt das natürlich eine Riesenherausforderung dar. Und für Sie als Lehrer natürlich vor allen Dingen auch. Meine Frau ist auch Lehrerin. Ich kriege das Ganze jeden Tag live zu Hause mit. Und die Situation ist natürlich nicht ganz einfach. Und gerade was das Thema digitales Lernen angeht, wie unterrichte ich zu Hause, haben wir uns bei der FÜWE ganz viele Gedanken gemacht, wie wir Sie dabei tatkräftig unterstützen können, wie wir Ihnen Wege aufzeigen können, um das eben zu zeigen und wie wir Ihnen Möglichkeiten aufzeigen können, wie man sinnvoll naturwissenschaftlichen Unterricht gestalten kann. Barbara, was denkst du denn dazu? Viele sehen mit der momentanen Situation dass es ein bisschen schwierig ist. Es ist eine große Herausforderung für viele, aber ich sehe, es ist halt auch eine Riesenchance, sich mit der neuen Technik dann auch mal auseinanderzusetzen, denn die Digitalisierung, Digitalpakt, ist ein großes Thema. Es wird kommen, das ist die Zukunft. Und momentan kann man sich wirklich den Umstand zunutze machen, dass man sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen muss und kann dort seine ersten Erfahrungen sammeln. Und gerade in der momentanen Situation sehen einem die Lehrer, Kollegen und die Eltern vielleicht einige Fehler auch noch nach. Und ich finde es optimal, um sich in die Situation einzufügen und den ersten Umgang damit zu erarbeiten. So, Barbara, du bist ja Biologin und wenn man jetzt insbesondere an guten Biologieunterricht denkt, was war denn für dich in deiner Schulzeit immer so das Entscheidende, was guten Biounterricht ausgemacht hat? Ach, wichtig, nicht nur für Bio, für alle Fächer ist der Praxisbezug, dass die Schüler auch verstehen, was das überhaupt soll, wie sie das einordnen können in ihr Leben, in ihre Umwelt und dass der Unterricht auch abwechslungsreich gestaltet wird. Gut, also wenn ich an meinen Bio und wenn ich überhaupt an Biounterricht denke, dann denke ich immer an Tiere und Pflanzen und an das, ich weiß natürlich auch, Biologie ist natürlich noch viel, viel mehr als das, als nur Pflanzen und Tiere. Natürlich, aber gerade im schulischen Biounterricht spielen halt Flora und Fauna eine zentrale Rolle. Und gerade momentan im Frühling ist es für den Schüler unglaublich spannend, die Natur doch für sich zu entdecken, denn die Pflanzen blühen wieder. Die Fauna erwacht zum Leben, Schmetterlinge fliegen, die man natürlich im Winter nicht sieht. Bienen, Hummeln, Fliegen, es gibt unheimlich viel zu sehen. Okay, und wenn ich jetzt wirklich dann mal in die Natur rausgehe, was kann man denn da vielleicht gerade auch im Moment, wenn du schon sagst, draußen ist viel los, was könnte man da vielleicht alles mal erkunden und entdecken? Genau, eine Sache, die noch nichts mit Sensoren und so weiter zu tun hat, ist natürlich Pflanzen bestimmen und so weiter. Man kann einiges sehen, beschreiben, erkunden, aber es wird doch schon eindeutiger und es ist schöner, mit Messwerten zu versehen, wenn man Sensoren mitnimmt. Und da finde ich perfektes Produkt unseren Umweltfreilandkoffer mit diversen Sensoren drin.
die man gut für Umweltmessungen nutzen kann. Und dazu würde ich dann auch gerne schon mal unser erstes Video ansehen. Da sehen wir die Sensoren nämlich mal in Action, was man damit wirklich machen kann. Hallo, herzlich willkommen bei unserer ersten Führer-Außendarstellung. Es ist ein wunderbares Wetter und aufgrund der angespannten Lage in der Schule ist es auch eine prima Idee, seine Schulklasse, ob klein oder groß, oder Schülergruppen, Schüler einzeln nach draußen zu schicken, um selber experimentieren zu können. Und dort möchte ich Ihnen und euch den Umweltfreilandkoffer von Füge präsentieren. Der ist ja klein und handlich, die Schüler können ihn selber mitnehmen und wie hier gut zu sehen ist, sind die Sensoren, alle notwendigen Sensoren in diesem Koffer enthalten. Und die Schüler können damit wunderbar die Versuche hier draußen im Wald und Wiese selber durchführen. Um zu wissen, was eine Pflanze benötigt, hat meine Kollegin nun bei passenden Messungen mit drei der Sensoren gemacht. Wir werden die Temperatur, Lichtintensität und Leitfähigkeit von Wasser messen, weil die Pflanzen natürlich Erde, Sonne und Wasser zum Leben dringend brauchen. Bei der ersten Messung werden wir feststellen, dass aktuell der Boden viel kälter als die Luft ist. Wir drücken dazu den Knopf des Sensors für ein paar Sekunden und verbinden uns so direkt mit der Measure-App auf dem Handy. Nach wenigen Sekunden hat die App dann den Sensor auch erkannt und es kann schon losgehen. Wenn man momentan Bodenmessungen durchführt, dann ist es natürlich schon deutlich wärmer, als es bei Frost oder im Winter der Fall wäre. Aber im Hochsommer wäre der Boden natürlich noch deutlich wärmer, als es gerade der Fall ist. So, jetzt kann man schon sehen, wie die Kurve im Boden langsam abfällt. Das passiert, sobald man ihn in die Erde steckt und die Temperatur des Bodens aufgenommen wird. Das Gleiche machen wir jetzt auch mit dem Lichtsensor. Wir verbinden ihn schnell und easy mit dem Handy, wie wir das gerade auch schon mit dem Temperaturmesser gemacht haben. Die Lichtintensität ist dank der Frühlingssonne schon ganz ordentlich und wird jetzt auch aufgezeichnet. Während die App die Messwerte registriert, können wir uns aber auch schon dem nächsten Thema zuwenden, denn was braucht eine Pflanze zum Leben noch? Na klar, selbstverständlich Wasser. Und weil es gerade so trocken und ausgedörrt ist, können wir auch ruhig der armen Pflanze mal ein bisschen was zu trinken geben. Und um sicherzustellen, dass wir auch gute Wasserqualität haben, sprich, dass wir die Pflanze auch wirklich jetzt, dass wir der Pflanze geholfen haben, messen wir die Leitfähigkeit doch schnell mal mit unserem Conductivity-Sensor. Denn über die Leitfähigkeit kann man die Wasserqualität wunderbar einschätzen. Und übrigens, die meisten Sensoren und alle in unserem Koffer sind wasserdicht. Ja, das ist absichtlich, damit Schüler auch bedenkenlos draußen in der Umwelt Messungen durchführen können. Und sei es auch mal, dass da eine Pfütze ist oder ein bisschen schlechteres Wetter, keine Sorge, die Sensoren bleiben alle heile. Die restlichen Sensoren in unserem Freilandkoffer, von links nach rechts gesehen, sind das Kolorimeter, mit dem man die Trübheit von Wasser bestimmen kann, ein pH-Meter inklusive der pH-Sonde, mit dem man pH-Werte von Wasser und Böden bestimmen kann, ein Sensor zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit und noch ein Sensor zur Bestimmung des absoluten Drucks, der sich wunderbar auch zur Bestimmung des Luftdrucks eignet. Ja, wunderbar. Da konnte man ja schon mal wunderbar sehen, wie man, wenn man in der freien Natur unterwegs ist, einfach mal wirklich nicht nur die frische Luft genießen kann, sondern eben auch noch mal wirklich was in der Biologie messen kann. Aber wenn ich mir jetzt einen Schulalltag vorstelle, vielleicht ist das Wetter auch nicht immer so gut wie jetzt. Wie könnte man es vielleicht anders auch noch in den Schulalltag einbinden? Na klar, also bleiben wir erstmal beim schönen Wetter, nämlich wenn es so schön ist, kann man die Schüler wunderbar gerade rausschicken, denn es gibt ja diverse Auflagen, dass nur so und so viele Schüler in geschlossenen Räumen dort sein dürfen. Und wenn man sie halt mit dem Koffer rausschickt, dann kann man auch mehr Schüler mit Material abdecken. Man kann, wie gesagt, den Schülern den Koffer mitgeben. Man kann es aber auch so gestalten, dass Schüler vorbeikommen, sich ihr Unterrichtslehrpaket abholen, einzelne Sensoren mitbekommen können und dort selber dann die Messung durchführen. Anders ist es natürlich für Schüler, die gar nicht mehr raus dürfen. Dort kann man aber auch wunderbar
die Versuche in der eigenen Wohnung oder im Garten durchführen. Einfach mit Muttis Blumentopf vom Kräuterregal, Wasser aus der Leitung oder halt, wie gesagt, im Garten zwischen den Rosen oder Gänseblümchen auf der Wiese. Ja, gerade wenn jetzt der Schüler wirklich die Experimente dann zu Hause durchführt, dann stellt sich mir als erstes die Frage, wie bekommt denn jetzt der Lehrer zum Beispiel die Messdaten, die dann aufgenommen wurden? Wir haben im Video ja gerade schon ein wenig die Measure-App vorgestellt. Das ist die Software, die von den Schülern begleitend zu den Sensoren genutzt werden kann. Man kann die gratis aus den App-Stores laden. Die funktionieren für Apple-Geräte, Android-Geräte und in den nächsten Tagen kommen auch noch die Windows-Geräte dazu. Also jeder, der sein Tablet oder Telefon hat, kann die sich gratis installieren und die Sensoren damit dann auch nutzen. Und diese App hat eine wunderbare Funktion, in der man die Messdaten speichern und exportieren kann, also per E-Mail sich das mit seinen Schülern teilen und sich die Messwerte austauschen oder das natürlich dann auch als Protokoll oder als Rohdaten den Lehrern zur Kontrolle zukommen lassen. Ja gut, wunderbar. Aber wenn ich mir jetzt, ich habe jetzt meinen Koffer, ich habe meine Experimente durchgeführt. Ich kann mir das super vorstellen, ein Oberstufenschüler, der sieht, was er damit messen kann und kann das schon von sich aus machen. Aber gerade wenn ich jetzt an die Sek 1 denke, dann denke ich doch, da braucht der Schüler natürlich noch ein bisschen mehr Hilfestellung, was er denn jetzt eigentlich messen soll. Gibt es da auch irgendwelche Möglichkeiten? Wir haben begleitende Versuchsanleitungen zu unseren Produkten. Die kann man sich wunderbar auf unserer Homepage www.füve.de anschauen. Und wir haben noch Hilfsmittel wie unseren Experimentiersammlungen. Eine davon ist CuriculLab, die in den nächsten Wochen auch starten wird. Kann man sich dann anschauen, curriculab.net oder halt auch über unsere www.füve.de Homepage sich hin leiten lassen. Und dort kann man sich die Versuchsanleitung einfach anschauen und Schritt für Schritt nachbauen, was dort geschrieben wird und so die Versuche einfach durchführen. Und jetzt gerade wenn man in der Natur unterwegs ist, könnte ich mir vorstellen, dass man auch durchaus Experimente schon durchführen kann, für die man noch gar keine Sensorik braucht. Gibt es da vielleicht auch Beispiele bei der Füße? In unserem letzten Webinar haben wir auch schon einige Versuche vorgestellt. Auch die sind in curriculab.net zu finden. Kann man sich auch wieder über unsere Homepage www.füve.de durchklicken und dorthin kommen. Dort hatten wir schon einige Versuche fürs Homeschooling, was die Schüler also mit normalen Hausmitteln nachbauen können, bereitgestellt. Und die sind natürlich auch weiterhin für sie, für die Lehrer und für sie zu Hause zu benutzen und so anzuschauen. Ja. Wunderbar. Wir haben jetzt hier natürlich vor allen Dingen uns mit dem Thema Umwelt und Freiland mit draußen beschäftigt, was natürlich sich in der aktuellen Situation anbietet, weil man draußen ist, wo man Abstände gut einhalten kann. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Themen, die vielleicht auch relevant sind, gerade auch aus der Biologie und Chemie, wo man vielleicht auch Sensoren einsetzen kann, um Messwerte eben aufzunehmen, um wirklich Messungen durchzuführen. Gibt es da vielleicht auch aus der Biologie und Chemie noch ein paar gute Beispiele? Ja, ich habe hier mal einen weiteren Sensor mitgebracht. Das ist unser EKG-Sensor. Mit den Anschlüssen kann man sich die Sensoren an die Handgelenke und oberhalb des Knöchels legen und so EKG messen. Ganz wunderbar, Vergleich einfach vom Ruheposition sitzenden Schüler zu einmal durch die Klasse rennen lassen und nochmal messen und den Unterschied feststellen. Ein anderes sehr gutes Tool ist der Thermokappelsensor. Im Gegensatz zu dem normalen Thermometer kann man hier auch extremere Temperaturen messen. Man kann es zum Beispiel einfach mal in die Kerzenflamme halten, kann der Schüler auch zu Hause machen, sich ein Teelicht anmachen, reinhalten, den Sensor und dort die Temperatur der Kerze messen oder auch einen Bunsenbrenner. Und ein weiteres super Beispiel ist unser Drop Counter. Dort kann man eine pH-Messelektrode anschließen. Dann gibt es hier eine Lichtschranke und durch die Software kann man programmieren, wie viel Milliliter, also welches Volumen ein Tropfen hat. Und wenn man eine Titration durchführt, eine Pufferbereichsbestimmung, dann kann man so hier mit diesem Gerät ganz simpel, ohne viel Aufwand, das Volumen bestimmen, was während der Titration durchgeflossen ist und die Veränderung des pH-Werts und das auch ganz simpel mit der Measure-App wieder analysieren, aufzeichnen und dokumentieren.
Also wenn ich mich an meinen Chemieunterricht in der Oberstufe zurückdenke, dann war Titration immer so eins der Themen, die unglaublich schwierig und unglaublich kompliziert waren, weil man dafür sorgen musste, dass das alles schön gleichmäßig tropft. Dann hatten wir eine Stoppuhr genommen und damit dann bestimmt, wie viel denn da jetzt wirklich reingetropft ist. Das war immer relativ aufwendig und schwierig. Und damit geht das jetzt tatsächlich viel einfacher. Das geht super einfach und das können wir uns am besten auch in dem nächsten Video einmal anschauen. Willkommen zurück zu unseren Füwe-Videos diese Woche. Bislang haben wir ja über die Biologie gesprochen, jetzt gehen wir mal in die Chemie über. Und auch hier kann man wunderbar Materialien aus der Natur benutzen. Und zwar haben wir hier mal etwas Erde mitgebracht. In diesem einen Gefäß ist Blumenerde aus Muttis Blumentopf vom Balkon. Und hier haben wir etwas Erde von unserer Außenexkursion von einer Wiese mitgebracht. Sowieso dieser ganze Aufbau. Das hier ist ein Aufbau für eine Titration. Dieses Gerät nennt man eine Bürette und dort kann man einfach Flüssigkeiten einfüllen und durch den Hahn die Tröpfchengröße verändern und so das Volumen variieren, was hier unten in dieses Becherglas hineintropft. Dann haben wir hier einen Drop-Counter, an dem kann man eine pH-Elektrode anschließen, die den pH-Wert misst. Und dort ist auch eine kleine Öffnung, das ist eine Lichtschranke drin. Der kann man vorher sagen, wenn da ein Tropfen vorbeifällt, wie viel Volumen das war und so zurückkalkulieren, wie viel Volumen von dieser Flüssigkeit hier oben hier unten eingelaufen ist. Und so kann man zusammenrechnen, wie der pH-Bereich und wie der Pufferbereich von etwas liegt. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Das hier unten ist ein Magnetrührer, mit dem kann man Flüssigkeiten miteinander vermischen, denn wenn man den nicht hätte, würde hier oben nur was durchtropfen und dort auf einer Stelle bleiben und sich nicht vermischen mit allem. Und so würde das die Messung komplett verzerren. So, dann können wir auch schon gleich mit unserer Messung starten. Und zwar kann man den Drop-Counter, wie die ganzen anderen Sensoren, ganz simpel mit dem Smartphone über die FUVE-Measure-App verbinden und sofort auf Start drücken und die Messung kann beginnen. Und dann kann man feststellen, der Boden aus Muttis Blumentopf hat ein pH von 7,5, also neutral bis leicht alkalisch. Wenn man jetzt aber sich die Blumenerde von der Wiese mal nimmt, wo dann halt auch mal ganz andere Pflanzen drauf wachsen als vielleicht eine Geranie oder eine Rose, dann kann man sofort mit der Messung feststellen, oh, der pH-Bereich fällt, oh, der Boden draußen auf der Wiese war sauer. Um die Titration jetzt wirklich durchführen zu können, müssen wir in unsere Bürette noch eine Flüssigkeit einfüllen. Die wählen wir passend zu dem pH-Bereich unseres Bodens hier unten. Er war leicht sauer und nun den pH-Wert zu ändern, nehmen wir Natronlauge, eine Base, füllen mit Hilfe des kleinen Trichters etwas Natronlauge in unsere Bürette. Um die Messung zu starten, drücken wir jetzt unseren Startknopf auf der App und öffnen vorsichtig den Hahn hier unten an der Brette, sodass einzelne Tropfen der Natronlauge hineintropfen und schalten natürlich unseren Magnetröhre an, damit auch der Boden mit der Natronlauge durchmischt wird. Und sofort zeichnet unsere App das Volumen auf und die Änderung des pH-Werts. So, nun ist einige Zeit vergangen und unsere Natronlauge auch von der Bürette in unsere Probe gelaufen und wir können den Versuch beenden. Denn wenn ihr eure Messwerte euch betrachtet, dann seht ihr eine Weile einen linearen bis leicht ansteigenden Verlauf und dann auf einmal steigt der pH-Wert sprunghaft an und nähert sich dem pH-Wert der Natronlauge, also der Substanz, die wir oben drin hatten und unten reintropfen lassen haben. Dieser sprunghafte Anstieg markiert auch das Ende des Pufferbereichs unseres Bodens. Solche Messungen kann man natürlich auch noch wunderbar mit ganz anderen Substanzen wie Säuren und Basen durchführen. Und jede Lösung, jede Substanz hat auch ihren eigenen Pufferbereich, der sich immer von den anderen etwas unterscheidet. Abschließend, was haben wir heute gelernt? Und zwar zum einen, dass Böden einen pH-Wert besitzen und dieser von dem Boden selber und der Vegetation abhängt. Zum anderen von Umwelteinflüssen wie Regen oder Abgasen.
Des Weiteren besitzen Böden auch einen Bereich, den es ihnen ermöglicht, den pH-Wert eine Weile zu halten. Und dieser Bereich heißt Pufferbereich. Ja, super. Das war ja schon mal ganz anschaulich zu sehen, wie einfach es tatsächlich ist, mit dem Drop-Counter wirklich auch mal so eine Messung durchzuführen. Aber wie kann ich denn jetzt tatsächlich zu Hause, gerade in der aktuellen Situation, das jetzt vielleicht nutzen, um dem Schüler Themen näher zu bringen? Also das war so ein klassisches Beispiel für einen Demonstrationsversuch, wo der Lehrer dann wirklich aus Sicherheitsgründen, denn nicht jeder Versuch und schon gar nicht in der Chemie darf ein Schüler selber durchführen. So muss man das halt umgehen und dem Schüler demonstrieren, wie die Sachen funktionieren, wie Versuche aufgebaut werden, wie sie durchgeführt werden. Und dieses Video gerade, das wird für Sie auch im Anschluss bereitgestellt als Ressource, dass Sie Ihren Unterricht drumherum bauen können. Also es wird ja auch ein gewisses Vorwissen erwartet, wie was ist ein pH-Wert, was ist eine Säure, was ist eine Base. Und dieses Video kann man gut einfach dann einspielen, müssen Sie also gar nicht nachstellen bei sich zu Hause oder in der Schule, sondern es wirklich 1A als Ressource nutzen. Und wie gesagt, Sie bekommen hier nach dem Webinar noch eine E-Mail und dort wird ein Link drin sein zu diesem Video, was dann bei YouTube für Sie bereitsteht. Super, das heißt, man kann das hier auch gleich für den Unterricht nutzen, für den Demonstrationsunterricht, den man auf diese Art und Weise natürlich auch wunderbar nach Hause bringen kann. Genau. Und ich kann mir auch wunderbar vorstellen, dass das Ganze natürlich auch als Vorlage dienen kann, sage ich mal, damit die Lehrer eben ihren Demonstrationsunterricht machen können in der Schule, wo sie die nötige Ausrüstung haben und dann den Schülern eben die Videos bereitstellen. Eine Sache, die mich dann sofort interessieren würde, ist, du hattest vorhin schon mal erwähnt, dass man die Messdaten auch verschicken kann. Das heißt, die könnte man dann auch dem Schüler direkt schicken. Genau. Wie gesagt, die App ist auch kostenlos dazu. Die können Sie sich aus jedem App Store einfach runterladen, auf Ihr mobiles Endgerät laden oder demnächst in den nächsten Wochen auch auf Ihr Windows-Gerät und von dort gleich die Messdaten Ihren Schülern zukommen lassen. Ich muss sagen, zu dem Video, das wird dann als Video bei YouTube stehen, aber unsere Messdaten werden dann natürlich nicht für Sie zum Download bereitstellen. Das müssten Sie mit Ihren eigenen Messdaten durchführen und dann kann ich wieder nur unseren Koffer und unsere Sensoren empfehlen, denn es ist wirklich einfach so simpel, das dort dann aufzunehmen und mit den Schülern und Lehrern zu teilen. Genau, also das habe sogar ich in dem Video eingesehen, das bekomme sogar ich als Physiker hin und das war in der Oberstufe dann doch eher schwierig. Aber wenn wir jetzt einfach mal bei dem Thema bleiben, wir haben jetzt die Sensorik und der Lehrer möchte jetzt wirklich vielleicht solche Videos auch nachstellen, wo bekommt er denn am besten jetzt auch die Hardware her? Die kann man wieder wunderbar über unsere Homepage, also www.füwe.de, dort finden. Da kann man dann nach Schlagwörtern wie Titration suchen, Säurebasen oder wenn man eine Idee hat, welchen Sensor man benötigt, wie eine pH-Sonde, dann kann man auch danach suchen. Oder man kann wie gewohnt, also Sie können wie gewohnt unsere Regionalleiter kontaktieren und sich natürlich auch von denen helfen und beraten lassen. Wunderbar, ich danke dir jetzt schon mal soweit und ich würde sagen, dann kommen wir einfach mal zu den Fragen, die Sie alle schon gestellt haben. Ich habe schon gesehen, dass es schon ganz, ganz viele Fragen gab. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir kommen einfach mal zur Fragerunde und fangen mal mit dem Thema an. Und zwar, für welche Endgeräte gibt es die angesprochene Measure-App? Nur für Smartphones oder auch für Tablets? Man kann die App auf seine Smartphones spielen, auf Tablets. Und in den nächsten Tagen kommt auch die Windows-Version raus, dass man sie sogar auf Laptops und Desktops spielen kann. Wunderbar, das heißt, eigentlich kann man zusammenfassen, es gibt sie einfach auf allen Plattformen und allen Geräten, alles, die so üblicherweise im Einsatz sind. Genau. Gut, dann kam die Frage, können die Daten, die mit der Measure-App gespeichert werden, exportiert und weiter bearbeitet werden? Also das mit dem Exportieren hattest du ja schon genannt, aber könnte man die Daten jetzt zum Beispiel auch noch weiterverarbeiten? Na klar, also man kann die Rohdaten in Excel oder in Numbers weiterverarbeiten, auswerten. Man kann die Graphen exportieren und das in sein Protokoll einfügen. Das ist alles gar kein Problem. Genau zu dem Thema sehe ich gerade auch noch eine Frage. Und zwar gibt es dafür auch eine Lösung von der FÜWE.
Ja, die gibt es. Also wenn man die Measure App hat, die haben wir halt bewusst simpel gehalten an der Stelle und uns da wirklich darauf beschränkt, dass die notwendigsten Auswertefunktionen vorhanden sind. Es gibt von der FÜVE aber auch noch die Measure Lab Software, die dort eben sehr viel umfangreicher ist und entsprechende Funktionalitäten, was die Auswertung angeht, auch direkt integriert hat. Aber wie gesagt, gerade in der aktuellen Situation bietet sich natürlich deine Lösung, die Lösungen, die gerade auf den Schülergeräten vorhanden sind, wie Numbers oder Excel oder ähnliches, natürlich viel mehr an. Wunderbar, die nächste Frage ist, hattest du gerade schon beantwortet, die war nämlich nach der Frage, wo denn die Measure App verfügbar ist, eben in jedem App Store. In jedem App Store, Apple, Google. Wunderbar. Kann man sich wunderbar einfach simpel runterladen, wie der Schüler und der Lehrer, also wie sie das auch selber gewohnt sind. Genau. Dann kam noch einmal die Frage, den Zusammenhang zwischen Homeschooling und Demo noch mal genauer zu erläutern. Möchtest du dazu vielleicht noch mal? Also es ist halt eine gute Position, gerade für sie, sich drin einzuarbeiten, gerade was sie normal im Frontalunterricht in der Schule auch machen müssten, aus Sicherheitsgründen, können sie so als Demonstrationsversuch aufbauen. Wenn sie nicht eine professionelle Kameraausrüstung haben, können sie ja wenigstens mit ihrem Telefon, wenn es eine Kamera hat, ein Foto schießen vom Versuchsaufbau, wie der aufgestellt ist. Vielleicht ein paar Zwischenfotos machen, wie die Färbung aussieht, wenn es sowas gibt oder irgendwo sprühen Funken oder so. Und das mit ihren Schülern teilen und so den Demonstrationsunterricht im Homeschooling erhältlich machen, dass sie die Inhalte den Schülern auch so durch die Technik vermitteln können. Wunderbar, das heißt, eigentlich kann ich alles, was ich auch sonst im Demonstrationsunterricht gemacht habe, auch dann da wieder dem Schüler nach Hause bringen. Dann kam die Frage, bietet die FÜVE vorbereitete Versuche passend zu den Versuchsmaterialien? Da hatten wir eben schon drüber gesprochen, es gibt halt Versuchsanleitungen, die wir an der Stelle haben und können dort eben verschiedene Versuche durchführen. Eine weitere Frage, die ich gerade sehe, wo findet man denn eigentlich die Versuchsanleitung zu den Experimenten ohne Geräte? Also diese At-Home-Versuche, von denen wir vorhin einmal kurz gesprochen haben. Da würde ich Sie bitten, dann nochmal auf www.füve.de zu gehen und den Link zu folgen oder sich direkt bei curriculab.net einzuloggen. Und dort kann man die Versuche dann sich nochmal anschauen, die wir im letzten Webinar beschrieben haben. Und das waren ja welche ohne Sensoren, die Schüler mit ganz einfachen Hilfsmitteln, die jeder Haushalt hat, nachstellen können. Eine Frage, die ist ganz aktuell tatsächlich. Wir alle beschäftigen uns im Moment viel mit Corona, mit Viren und so weiter. Gibt es denn dazu eigentlich auch Themen, die dort behandelt werden könnten, die vielleicht mit diesen Themen zu tun haben? Ja, da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber unser nächstes Webinar wird sich dem Thema widmen. Es wird dann um Genetik gehen und da werden wir dieses Thema auch ansprechen. Also bleiben Sie gespannt. In den nächsten Tagen und Wochen werden Sie die ersten Informationen bekommen. Und im nächsten Webinar erzähle ich dann da mehr drüber. Gut, wunderbar. Und wenn wir jetzt dann mal zum nächsten Thema kommen, und zwar kam eben schon die Frage, was eigentlich der Umwelt- und Freilandkoffer kostet. Also so wie hier steht, mit allen Sensoren drin 849 Euro. Und für alle Webinarteilnehmer wird es im Anschluss auch noch einen Gutscheincode geben, der Ihnen nochmal 10% Rabatt auf den Koffer gibt. Eine Frage, die eher technischer Natur ist, kam, und zwar können mehrere Sensoren mit einem Handy gleichzeitig verbunden werden? Bis zu 5 Kanäle. Ich sage extra Kanäle, denn einige der Sensoren haben mehr als eine Messfunktion, einen Sensor drin. Und wenn die dann alle verbunden werden, zum Beispiel wenn Sie Ihr Handy anmachen und die App starten, dann sehen Sie schon 3 Sensoren. Das sind die von Ihrem Handy. Und da gibt es auch bei uns Sensoren, die mehrere Kanäle haben und dann kann man halt da noch 2 dazuschalten, aber maximal sind es halt 5. Gut, aber das heißt grundsätzlich könnte ich jetzt zum Beispiel, ich als Physiker würde eher Strom und Spannung nehmen, genau. Aber solche Beispiele finden sich sicherlich auch in der Biologie, wenn man zum Beispiel 2 Temperaturen gleichzeitig messen will. Oder pH ist. Und Temperatur, das kann man durchaus alles parallel machen. Wunderbar. Dann kam noch die Frage, sind die Produkte denn eigentlich im Digitalpakt förderbar? Und da kann ich einfach mal zusammenfassen, dass ja, sie sind förderbar. Sie zählen nämlich als digitale Arbeitsgeräte. Damit ist die Sensorik grundsätzlich förderbar. Okay, dann hatten wir tatsächlich noch
eine Frage, und zwar kam die Frage nach der Robustheit der Sensoren und wie das ist, wenn man mal Ersatzteile braucht oder ähnliches. Also grundsätzlich ist die Robustheit der Sensoren sehr, sehr hoch. Wir haben die Sensoren jetzt schon seit einiger Zeit am Markt und haben tatsächlich überhaupt keine Beschwerden, was das angeht, und überhaupt keine Probleme. Diese Sensoren sind sehr, sehr robust und im Schülereinsatz wunderbar nutzbar. Was Ersatzteile angeht, natürlich gibt es gewisse Teile, die von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden müssen. Jeder Chemiker kennt das, glaube ich. Ja. Die pH-Elektrode ist so ein klassisches Verbrauchsmaterial. Das können Sie dann natürlich auch problemlos bei uns entsprechend nachkaufen. Wunderbar, ich sehe, Sie haben ganz, ganz viele Fragen gestellt, aber wir kommen so langsam mit der Zeit ein wenig ans Ende. Ich danke Ihnen für das viele Feedback und ich möchte Ihnen gerne nochmal etwas die Fragen beantworten, und sobald Sie damit durch und die kriegen Sie dann per Mail. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen hier von der FÜBE. Tschüss.